Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen LP. Dishonored ist ja jetzt fertig, und da dachte ich mir so: Ja, könntest du mal Bioshock Infinite probieren? Das Spiel wurde ja bis in den Himmel, zum Mond wurde das Spiel ge gelobt und gepriesen. Ich habe mir lauter Berichte und Spielreviews und Tests, Laden GameStar, was weiß ich. Wie hieß er noch? Hier, Spieletipps von allen immer reingezogen. Die haben alle gesagt, das Spiel ist der Hammer. Und da dachte ich mir so: Ja, gut, nach Dishonored, was ja jetzt ja anscheinend nicht so toll ankam, könnt ihr eigentlich schon mal Bioshock Infinite probieren. Mein Problem war halt, dass Bioshock Infinite neu ist. Das ist ja vor ein paar Tagen erst rausgekommen. Das heißt, es gibt auch viele große LPR oder alle großen LPR, die das fucking Spiel-LP, das heißt, wahrscheinlich wird sowieso kein Schwein bei mir gucken, aber das bin ich ja mittlerweile gewohnt. Aber naja, wie auch immer. Ich habe das Spiel natürlich angespielt, 5 bis 10 Minuten. Bis zum Leuchtturm habe mir halt die ganzen Effekte mal reingezogen, mal geguckt, wie das Spiel auf Maximum läuft. Und man muss sagen, hier ruckelt es zwar ein bisschen im Menü, aber ja, aber an sich lief es eigentlich relativ gut. Eigentlich immer, wenn nicht, kann man das Spiel ja immer noch die Grafik nur runtersetzen, mal auf hoch oder so probieren oder wie auch immer. Gestern war übrigens Ostern, deswegen habe ich hier natürlich noch voll fett Schokolade und so stehen. Das heißt, kann sein, dass ihr ab und zu mal Sachen hört wie sowas. Oder so. Weil ich liebe Schokolade. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Gott gibt's doch nicht. Hallo? Sag mal, spinnst du eigentlich? Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest ja, du ja, nicht, die beiden sind auch pussy hier. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Die ersten beiden Bioshocks habe ich übrigens leider nicht gespielt. Ich habe zwar Bioshock 1 und 2 jeweils mal ein Stückchen gespielt, so eine Stunde jedes Spiel oder so. Aber so wirklich gepackt hat es mich, wenn ich ehrlich bin, Sollen wir eigentlich ihm sagen, nicht. wann wir wiederkommen? Hier liegen Würde das zwei was Münzen. Ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein schrecklicher Ort, um zu stranden. Hallo? Arschloch! Vielleicht ist hier drin jemand. Ah, toll. Jetzt haben die mich hier halt sitzen lassen. Zum Sterben verurteilt. Und wie gesagt, die ersten beiden Bioshocks habe ich nicht durchgespielt, leider, aber der dritte spielt sich schon mal nicht, hat sich nicht schlecht gespielt bis jetzt. Aber ich meine, bisher bin ich auch nur rumgelaufen, also von daher auch kein Wunder. Was ich rausgefunden habe, die Währung ist Silver Eagle. So wie Desert Eagle. Und ja, das war's aber eigentlich auch schon. Mehr habe ich nicht rausgefunden. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Oh, den Namen von meinem Charakter habe ich schon. Von deinen Sünden wasche ich dich rein. Ah. Schlüssel benutzen. Viel Glück damit, Kumpel. Yeah, das ist übrigens Kreuzstich. Das ist, yes, das nennt man das. Ja, gestickt. Sticken heißt es. Boah, habe ich das früher immer scheiße gefunden in der Schule. Fässer durchsuchen, oder? Das ist so ein Fass. Hallo? Guck mal, da
Glitzer, was ihr wollt. Guck mal. Fass dich suchen. Dose Bohnen, Gesundheit. Gut. Ist jemand da? Hallo? Hallo. Ah, Telefon benutzen. Stimmt, das hat natürlich auch nicht funktioniert. War ja klar hier. Ansonsten gibt's ja aber... Da steht doch was. Seien Sie bereit, er ist unterwegs, Sie müssen ihn aufhalten. Hä? Ja, Portemonnaie nehmen. Waschbecken benutzen. Hallo. Ist sogar warmes Wasser, wie es aussieht. Weil der die ganzen Dämpfe hochsteigen. Habe ich selber kombiniert. To wine own land, shall I take tea? WTF? Verstehe ich nicht. Oh, hallo. Scheiße. Oh, guck mal, Silberigel. Don't disappoint us. Enttäuscht uns nicht. Steht auch dran, enttäuschen sie uns nicht. Kann man da hoch? Würde auch viel Sinn machen, wenn man da hoch könnte. Guck mal. Oh, was? Geil. Guck mal, da oben, da ist sieht man auch recht schön, wie das Wasser mal runterläuft an den Scheiben. Das ist auch nice gemacht. Aber ja, was man sagen muss, ich muss sagen, die Grafik von dem Spiel gefällt mir bis hierhin eigentlich schon ganz gut. Also, scheint echt viele Effekte zu haben. Wenn's, ah, stimmt, ich muss hier die Glocken bimmeln. Mal diese Karte. An Muttis Glocken bimmeln. Oder Schlüsselläuten, wie auch immer. Ne, hier, einmal, zweimal, zweimal, dreimal, dreimal. So. Und jetzt tut sich da was, pass mal auf. Was in aller Welt? Ich glaube, ich bin auf dem Trip. Ah ja, übrigens, ich werde jetzt erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde aufnehmen, so quasi als Prototype-Aufnahme. Und dann, Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, das machst du am besten, dann wirst du mich gefesselt. Guck mal, hier siehst du das nicht. Du Penner, egal. Ich muss es tun. So, und jetzt. Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Gut erkannt. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Was Aufstieg? Dann bin ich schon mal nicht bei Schalke. Aufstieg. Okay, Boca, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das Lied hätten wir jetzt echt bringen müssen. Guck mal, ein Luftschiff. Oh, süß. Aber ein Luftschiff sieht ja im Prinzip schon einem U-Boot ähnlich. Finde ich. Vater Comstock, unser Prophet. Ah, hier an diesen Schienen habe ich auch in den ganzen Videos immer gesehen, dass man da sich auch entlang grinden kann mit dem Ding, das man am Arm hat. Oder noch kriegt oder wie auch immer. Boah, guck mal, die Lichteffekte. Hui! Das ist zu schnell, das kann ich nicht lesen. Ne? A last change for... Chance for redemption.
Oh yeah, baby. Oh yeah. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Eden war doch eine Himmelstadt, oder? Kann das sein? Also ich glaube, es war im Himmel und es gibt auch so einen Garten von Eden, oder? Meine ich zu wissen. Oder glaube ich zu wissen. Glaube ich halt. Na, wie auch immer. Jetzt sind wir wieder frei. Juhu. So, und dann habe ich mich hier noch kurz ein bisschen umgeguckt und habe dann das Neuland für mich. Dann war die Testaufnahme eigentlich schon beendet. Oh. Silver Eagle. Hallo. Der Spross Endes Navigation. Das geht da lang. Dann gehe ich da schon mal nicht lang. Gucke ich mich erst überall anders um. Okay, hier komme ich her. Willkommen, Center. Hallo. Muss ich jetzt lang? Gut, dann kann ich mich hier nochmal umgucken. The Lamp, the future of our city. Guck mal, Silver Eagle. Guck mal, so nett wie ich bin. Dem Kind, dem raube ich jetzt auch noch sein letztes Geschenk. Ich bin so fies. So. Okay, also gehe ich da lang. Immer dahin, wo ich nicht lang muss, denn da könnte noch was sein. Oh, Silver Eagle, cool. Sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Nein. So, jetzt. Entschuldigung. Da muss ich lang. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ja, machst du mal besser. Guck ich hier mal noch. Hier war ich vorher nicht, zum Beispiel. Oh, cool. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Den Propheten, denn er liebt den Sünder. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein Steam-Dings gekriegt. Denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder... Ah, Lady, kommst du. Wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde? Wozu bräuchte man Vergebung? Er hat der Slipperstuhl schon überhaupt gelernt, voila. Fick dich kaputt und so. Lan. Ich weiß nicht warum, irgendwie, ich habe ja mit, ich skype ja recht sehr oft mit Andreas und, er hat damit angefangen mit der Walla, fick dich kaputt. Und seitdem habe ich da irgendwie so immer so die Assoziation, immer wenn sowas ist, so zu sagen und so. Aber jetzt erstmal ab in den Kreis. In die Kreis. In Columbia, ja, hallo. Um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Weg in die Stadt. Ja, ja. Der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Ja gut, von mir aus. Ein kleines Bad könnte nicht schaden. Hey. Kleine Dusche. Ich taufe dich im Namen des Propheten. Okay, das finde ich jetzt nicht so toll gemacht, die Animation von dem. So wie der sich bewegt hat, halt, das klingt oder wirkt ziemlich künstlich. Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Hey, er säuft mich nicht. Bringt er mich da fast um, ey. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Was für Schulden? Was eine Abmachung? Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt. Hey, ich kann da laufen. Ich geh mal ran. Oh. Oh, fuck. Ups. Achso, ich dachte gerade, der wird mit einem MG auf mich zielen. Nicht mit dem Schlüssel. Ist aber genauso gruselig.
Der Garten Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir mal der hat ein Schwert. Ich will dein Schwert, ich will dein Schwert! Finde die Columbia-Statue. Father Washington, Father Franklin, Father Jefferson. Yeah. Okay. Ja, und jetzt bin ich da durchgetrieben. Da hinten in dem Gulli bin ich getauft worden. Das ist ja ganz super. Oh, Vögelchen. Und so erneuern wir jedes Ah, nee, das ist doch kein Vögelchen, oder? Das ist doch ein Kolibri. Hallo. Mal sind die aber nicht so zutraulich. Boah, sieht aber schon ziemlich nice aus, so. Naja, wie auch immer. Vor allem die Himmelsstadt, die war ja in den ersten beiden nicht so. Ich meine, was ich mitgekriegt habe, klar, die ersten beiden Teile. Oh, minus Gesundheit oder was? Scheiße. Birne S plus Gesundheit. So. Was ich noch weiß, oder was heißt noch weiß? Die ersten beiden Teile spielen halt unter Wasser, in der Unterwasserstadt, und der hier spielt halt in der Himmelsstadt. Mit flammendem Schwert. Das war natürlich schon ziemlich. Oh, Moment, ich habe eine Navigation. Mein TomTom-Navi. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Oh, 29 FPS. Ja, super. Nee, ja, gut, ich glaube, ich werde es dann doch so machen. Dass ich die Grafik dann doch mal von Ultra auf vorletzt höchste stelle. Ich denke, das wäre schon ein bisschen besser. Alles zugunsten der Performance. Oh ja, schon viel besser. So. Und so viel beschissener sieht es auch nicht aus. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Stimmt. Also gut. Ich muss das Mädchen finden. Ja, musst du. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Story geht. Ich spiele jetzt halt mal. Irgendwie wird sich schon alles ergeben. WTF? Wir sinken!